Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Auswechselspieler-Kanal. Wir sind heute in Düsseldorf und zwar mit Elena und der Düsseldorf Longboarding Crew. Und was wir hier machen, ist Longboard Dancing. Elena, Longboard Dancing habe ich tatsächlich noch nie gemacht, so ein bisschen Longboarden habe ich gemacht. Wie sieht das aus? Was haben wir jetzt geplant? Also für heute machen wir ein kleines Warm-up, wie beim jeden Sportart. Dann zeige ich dir ein paar Dancing Steps und dann binden wir sie zusammen und dann hast du schon ein schönes Dancing Combo. Okay, also Ziel des Tages ist so eine kleine Combo hier rauszuzaubern. Genau. Okay, ja, dann bin ich gespannt. Auf geht's! Diese Longboards brauchen wir hier nicht. Ich würde vergessen, das zu machen, aber das ist wirklich wichtig. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe es angefangen in Portugal im 2019. Eine Freundin von mir macht die Longboard Camps. Ach cool. Und habe ich mir auf einmal gedacht, wieso nicht? Und ab und zu habe ich selber gefahren, so ein paar Mal in den Start, aber hat nie so viel Spaß gemacht, so allein zu fahren. Okay. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich lieber eine Longboard Community. Und wie du siehst, ja, jetzt funktioniert es. Hat's geklappt. Ja. Richtig cool. Richtig Man kann cool. dann wirklich gut voneinander lernen oder ja. Ja, die Zufriedenheit teilen. Also wenn du ein neues Trick schaffst, dann sind alle so, wow, ja, gut gemacht. Das bringt auch viel. Ich zeige dir die Dancing-Combo, die du am Ende machen solltest. Okay, okay, okay. Elena zeigt jetzt direkt die Combo, was mein Tagesziel ist, oder wie? Ja, genau. Okay. Du musst mir aber jetzt einmal kurz die Steps runterbrechen. Ich wusste nicht, wo das eine aufhört und wo das andere anfängt, ehrlich gesagt. Womit fangen wir an? Natürlich, Step by Step. Wir fangen an mit 180 Step. Wir fahren wie immer. Dann stellen wir unseren vorderen Fuß in die Mitte. Dann linker Fuß nach vorne, rechter Fuß nach hinten. Und das Gleiche machen wir von der anderen Seite. Also so wechseln wir. Deswegen heißt es 180 Step. Ja. Versuche ich einfach mal. Pass auf. Ich fahre mal an dir vorbei, Janik. Anfang, runter, zack, da, runter. Ah ja, jetzt war ich am Rand. Okay, da sieht das noch nicht so. Ja, nein, ich laufe immer weiter nach vorne. Warte, ich mache nochmal, Mitte, zap, tap. Ah, nein! Ich mache jetzt noch ein, zwei, dreimal den Basic-Schritt und dann gehen wir weiter zum nächsten Schritt. Jetzt kommen wir zum Cross-Tap. Also nach dem 180 sind wir in unsere normale Stance geblieben. Jetzt der vordere Fuß kommt hier nach hinten. Dann beugen wir unsere Knie, machen wir einen Schritt diagonal. Dann kommt der hintere Fuß nach vorne. Und dann kommen wir in ganz normale Stance.
Also nach hinten diagonal. Ja. Dann hintere Fuß diagonal hier. Und wieder nach vorne. Ja. Ich roll mal los. Also den, 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 den. Okay, okay. Ja, voll so schön. Yes, yes. Dieser Cross-Schritt darf nicht zu groß sein, sonst bin ich, wenn der so groß ist, dann bin ich am Ende des Bretts. Genau, deswegen, also am Anfang schieben wir ganz hinten unsere Fuß. Mhm. Dann machen wir ein kleines Step. Ja. Ja. Mit Tanzen hat das jetzt noch nicht so viel zu tun. Dann können wir das ja vielleicht am Ende sogar synchron machen. Ja, wir können es besuchen. Ja, nix Blick. Das ist cool, aber du fährst auch meist mit Musik auf den Ohren dann, ne? Ja, immer. Also wie ein Tanz dann, hilft, Dancing. Ja, hilft sehr. Also jeder hat seine Art von Fahren, also jeder hat seine Musik und das hilft immer. Was beim Tanzen du? Vor allem. Also ganz verschiedenes. So Indie, Pop, also leichtes Indie-Rock, also alles. Das vergisst man so ein bisschen, dass es keine Schritte auf Longboard sind, sondern irgendwann, wenn es halt wirklich so Flow läuft, dann ist es Tanzen, ne? Ja. Dann ist es richtig. Als nächstes kommt Peter Pan. Sag mir jetzt nichts. Ja, ich zeige es dir. Wir gehen in die Mitte, an die Seite, mit rechter Fuß. Unser Gewicht ist auf diese Beine. Mhm. Dann kommt unser Gewicht auf den linken Fuß. Ja, okay. Dann gehen wir in unsere normale Stance. Erfahrene Riders können auch ein bisschen springen, aber das ist für nächstes Mal. Ich probiere das jetzt mal. Ich stelle mir das wirklich schwieriger jetzt vor. Boah, ja, okay. Je länger du für den Schritt brauchst, desto mehr kommst du Richtung Gebüsch. Nein, 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 nein. Haha. Haha! Also wie Elena gerade schon gesagt hat, je tiefer man geht, desto mehr Stabilität hat man. Ne? Also ich habe es eben, glaube ich, einfach zu aufrecht. Ich war zu aufrecht. Jetzt versuchen wir die Dreier nochmal zu kombinieren. Ne? Die Kombi aus 180. Cross-Step und Peter Pan. Bam, 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 bam. Dam, 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 dam. Yes. Okay. Okay, dann versuche ich es einfach mal, ne? Yay, voll schon. War das richtig? Ja. Ja? War das. Es hat schon geklappt. War nicht schön, aber es hat geklappt. Können wir einmal bis hierhin versuchen, parallel? Können wir machen. Okay, Yannick, bist du bereit? Step. Okay, 3, 2, 1, go. Step, 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 step. Das ist gut, das ist gut. Okay, geil. Oh Mann, das war wirklich gut. Das ist gut. Ich habe auch gesehen, so im Augenwinkel, es war wirklich am Anfang sehr parallel. Geil, okay. Und jetzt kommt ja noch der Ghost Ride. Ghost Ride, yes. Fahren. Fahren. In die Mitte, springen ab und dann an. Nochmal. Mhm. Beim Fahren. Also es ist eigentlich nur der Zack. Ja, okay. Yes. Ja, gut. First try. First try. Das war wirklich first try. Geil. Aber vielleicht war es auch nur Glück. Und jetzt? Ja, jetzt wird das mal versucht, alles zu kombinieren. Die große Kombi. Okay? Ja. Okay. Ja, schlecht. Das war fast eine Kombi. Also es war eine Kombi, mehr gehen als tanzen, aber danke auf jeden Fall, dass du schon ein paar Sachen gezeigt hast. Ja, sehr gerne. Du hast es definitiv sehr gut gemacht für erstes Mal. Du hast echt viel gelernt. Ich hoffe, wir sehen dich wieder. Ich hoffe, wir sehen dich wieder irgendwann beim Longboard Dancing. Ja, macht Spaß. Ja. Also auch mal ausprobieren und die Kanäle mal auschecken. Düsseldorf Longboard Dance, Düsseldorf Longboarding Crew. Ja, Longboarding Düsseldorf. Longboarding Düsseldorf Crew. Danke dir, Alina.
Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Also bis dahin, ciao. Yes. Oh Mann, das war wirklich gut. Das ist gut.